Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt. Ich bin der Alex und neben mir sitzt der Torben. Der Torben liest aber noch DVD-Inhalte. Die unendliche Geschichte. Absolut brillant in Bild und Ton. Dirty Dancing. Titanic. Dirty Dingsy Dongsy. Dingsy Dongsy. Wir spielen doch mal Hallo. Hallo. Sehr gut. Wir wollen Maze spielen. Wir haben eigentlich nur einen Trailer gesehen von dem Spiel und wissen nichts darüber. Wie der Name sagt ja schon, dass es um Mais geht. Ja, oder ein Irrgarten. Ja? Nee, es wird anders Mais geschrieben. Mais mit Butter. Maze, aber Maze. Amazing. Gucken mal. Amazing, genau. Da oben ist auf jeden Fall eine Farm. Und Maze es geht Loading. Um einen russischen Roboter. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass da oben das so drin im Logo ist. Das sieht aus wie von Haze. Kennst du das Spiel noch? Oh ja, Haze kenne ich. Das war auch mit so Gelb und so. Das sollte gut werden und dann war es aber trotzdem nicht so gut. War es so ein bisschen gummelig. Ja. Wir trinken übrigens nebenbei Grasowska. Ja, mit dem Grashalm drin. Das Grashalm haben wir rausgenommen, aber es schmeckt trotzdem. Oh. War das so? Das passt eigentlich auch, dass wir Wodka trinken. Ich glaube, es war rückwärts, nicht russisch. Aha. Sag ich doch, Mais. Ja, Mais. Mais. Just was. Okay. Ist das ein Spiel aus der Ego-Perspektive? Ich habe keine Ahnung. Nee, hier ist so ein Klohäuschen. Du musst ins Wasser schießen. Ja, ganz oft, bis ein Monster erscheint und auf der Flöte spielt. Okay, ich kann nichts machen, außer rumlaufen und glotzen. Ich habe nicht mehr gerechnet, dass es ein First-Person-Spiel ist. Für das ist, glaube ich, auch gar nicht. Aber ich glaube, der Anfang ist ein bisschen First-Person. Mal gucken. Auf jeden Fall noch nicht so besonders viel tun. Laufen Nebel. Kann ich mit L2. Ja. Ist aber Nebel? Von dem Spannungsaufbau, wenn du jetzt hier so sprintest. Nebel, Nebel. Ich nebel selbst. Ja, wir haben eben gerade eine PUBG-Map im Nebel gespielt. Das war auch gut. Puberty heißt das auch, oder? Pack-Game. Pub-Games. Oh, hier ist ein Bunker. Was ist denn das? Ein Anker? Hä? Na, das sieht super strange aus. Was ist das? Ich kann nicht springen, dass das Problem ist. Den kann ich nicht nachgucken. Aber ich fand schick, wie das Mais... Der Maze sich gerade so. Der Maze, ja. Das ist ein Häuschen? Okay, aber hier ist kein Häuschen. Hier ist weißt du, immer entgegengesetzt der Richtung. Hier ist ein Vault auf jeden Fall. Das ist echt. Also, wir spielen wirklich ziemlich blind. Ah. Klick the left mouse button. Okay. Hab ich jetzt nicht gemacht, aber. DNA. Was ist das hier? Nippel. Oh, ist das was mit Jurassic Park? Das ist Mr. DNA. Handnippel-Penis. A slot for a hand. Das ist ein Limerick, wird hier zusammengesetzt. Also ich habe nichts davon. Ein Limerick. Da ist noch so ein Ring. Du musst den, was durch die Lasche ziehen? Das hat übrigens bis was hier von, Children of the Corn? Nee, die dreibeinigen Herrscher. Stimmt. Unter den zweibeinigen ist der dreibeinige der König, sagt man ja auch. Und den Maiswald vor lauter Gemüse nicht sehen. Like a dwarf among midgets. So, hier kann ich nochmal. Das ist auf jeden Fall ein großer Penis. Kannst du mal P drücken? P kann ich nicht drücken, aber Start kann ich drücken, glaube ich. Achso, okay. Ich wollte nur gucken, ob es da irgendwie eine Map oder sowas gibt. Ja, das ist das Gleiche. Nee. Die Map ist ja für Map. Map. Map, ja. Achso, bevor wir weiterspielen, wollen wir mal eben eine Sekunde. Ja, alles gut. Ach, angenehm. Da jetzt gibt es ja schon Abzweigung. Weißt du, in einem Labyrinth immer nach rechts. Oder nach links. Ja, ist. Hauptsache immer das Gleiche. Der sieht komisch aus. Nee, die anderen sahen eben auch so aus. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel gruselig ist oder lustig. Oder maisig. Okay, das ist die Frage mit beantwortet. Dankeschön. Drüber cool, tatsächlich, passiert nichts. Drück mal Alt-Control entfernen. Alt F4 öffnet das geheime Cheat-Menü. Damit bin ich mal aus einem Common & Conquer-Turnier rausgeflogen, weil ich das einem gesagt habe, er soll das drücken. Nee. Ja. So als Gag. So gut aus? Nee. Aber was war, das war doch kein Internet-Turnier. Ja, im Spiele-Netzwerk am Schlumpf. Na, das war quasi so ein lokales, also so ein LAN. Ja, okay. Ein Internet-Café, wo halt damals Spiele-Netzwerk hieß es. Wo war denn das am Schlumpf? Weißt du, wo das Haus des Sports da ist? Ja, da wo der Burgerland war. Da links daneben, das gibt's nicht mehr. Das hieß dann irgendwann...
Kennst du diese lustige Szene-Werbung mit Rocco Schamoni? Nee. Wo Rocco Schamoni erzählt, wie er die Szene, also die Zeitschrift erfunden hat? Nee. Das ist da drinnen gedreht. Und okay. Teil von Fraktus damals in dem Film. Nee, auf jeden Fall, da bin ich. Ach, dann ist es ja noch gar nicht so lange weg. Nee. Aber wann das? 2005? Wann der Werbespot? Oder? Nee, wann du da rausgeflogen bist. Nee, das ist länger her. Wann kam Half-Life 1 raus? Weil kein, das haben wir mal gewonnen in dem Turnier. Okay, wann verstehe ich keinen Spaß vor? We will be back in minutes. Achso, in Fragezeichen minutes. Hier ist eine Seife. Das erinnert mich übrigens von Inferno, sah das aus wie so ein Haufen Handtücher. Da musste ich an den Asterix-Film denken. Wo die da testen müssen, welches Waschmittel weicher ist. Stimmt. Das ist ein Brötchen hier, ne? Stimmt. Klickst du left mouse button to pick up items and grab. Also, wenn grab icon. Ist es das, was ich in diese Öffnung reintun muss? Ist es so ein Silikon? Eat Muffin. Also, Englisch Muffin, aber. Oh, you did a great job picking up the item. A new path had opened to you. Die Kisten sind weg. Okay. Das ist witzig. Ist es mal? Ist das? Items you can use will be added to your inventory. Story items will be added to your folio. Ist das ein Adventure? Item added to folio. Ich würde gerne in die Kisten hier. I am Cornfolio. Eine TP von meinem Bank. No, no, no. I am Cornholio. Ja. Ja, auf jeden Fall hatten wir gespielt und das war in der Aufwärmrunde, lalala, und ich meinte so, ja, hier, F4, um das Spiel neu um zu starten, und dann ist er aus dem Ding rausgeflogen. War, fand die alles nicht so witzig, das war überhaupt nicht schlimm, und außerdem, wenn jemand so dumm ist, da drauf reinzufallen. Der hat das doch gar nicht verdient zu leben. Drück mal E, ne? Also E will ich gar nicht, ich muss ja auf den Controller etwas drücken. Das ist nicht richtig, das ist mit meinen Folios. Ja, das war ein Note, lazy scribbled. Ah. Y ist English Muffin. Hard is granite. Granite? Sagt man Granite oder Granite? Granite. Ice frozen granite. This muffin is most definitely nowhere near fit for consumption, despite how much you try. All you've done is giving yourself a headache. Wieso denn Headache? Toothache. Ich reinbeiße, aber sag mal. Und was war denn der Zettel? Oh, oh. Der Zettel war. Ein Brief. Ach da, okay. A note lazy scribbled. Including a stock greeting and encourages the reader to enjoy the complimentary snack on the desk. Notes to the reader to mind the boxes. And also says, open the big door and we'll probably say hello. Okay. Ja, aber hier habe ich die jetzt schon gelesen. Ist das das, was auf der Note steht tatsächlich? Okay, gut. Das ist das Haus. Das ist wie Resident Evil 7 hier. Nur, dass mir nicht schlecht wird. Ist da was auf dem Baum gemalt? Ja. Hier wohnen die Zwerge. Ach, in die Richtung geht's zum Dingens. Aber ja, da kommen wir noch nicht lang, hier sind noch Zauberkisten. Tom, mind the boxes. Mega Oranges. Zum Glück sind die in the Boxen. US of A. Bitches. Handle with care. Panic in office supplies. Ich finde aber gut, dass die Mega Oranges Boxes. Die gehen direkt zu Trump übrigens, damit er seine Haarfarbe behält. Ja. Und die Haut. Aber er will die mal abholen, aber er hat so kleine Hände, dass er das nicht hinkriegt. Wie gut, dass wir direkt im neuen Projekt schon wieder über dieses Arschloch sprechen. Und über Trump. Oh, ja. Press the space to look at the story items in the photo. Ja gut, das habe ich ja irgendwie schon gemacht. Ich kann das nochmal space drücken. So. Ja, was ein Performer. Das ist ein Stuhl. Da hat wohl jemand das nicht auf die Toilette geschafft. Das, in die Richtung ist diese komisch, dass diese Hauswand mit den drei Pinüppeln hier. Mit Hand DNA und Boobies. Was ist da? Ey, das ist eine coole Statue. Was ist eigentlich mit dem Auto? Ich finde das Auto ehrlich gesagt ziemlich cool, aber. Das ist ein DeLorean. Das ist doch kein DeLorean, das ist einfach. Klar, hell, rot mit Kofferraum. Da hinten ist der Turbo Boost drin. Das ist doch hier so ein Pontiac Knubbelbird oder so. Sieht ein bisschen aus wie Night Rider. Der hat sich nie so gut verkauft, weil der Name nicht so catchy war. Knubbelbird, ja. Das können die Amerikaner können das eigentlich aussprechen. Knubbelbird. Knubbelbird. So fucking Stadt German an. Car. Oh, da liegt was. To fucking German Car. Was ist denn das? Spaten? Shovel Handle. Oh, die alte philosophische Frage wird hier wahrscheinlich nachher gestellt. Was für eine Frage? Naja, wenn du eine Schaufel hast und unten der Schaufelteil kaputt geht. Und du den austauscht und dann irgendwann der Griff kaputt geht und du den austauscht, das ist immer noch die gleiche Schaufel. Das ist eine gute Frage und die Antwort ist nein. Jein. Yes.
kann ich mir in den Hintern stecken, den Schaufelstiel. Ich muss wahrscheinlich den Rest von der Schaufel auch noch finden, aber hier kann ich nicht lang schauen. Nee, hier sind, nochmal Boxes. Trumpets. Sie müssen aus wie so Loot Crates. Trumpets. Trumpets sind auch so Kekse, ne? Ja. Ach, das ist die beste erste Folge ever. Was denn? Ich find's ganz witzig. Nee, ich find's total witzig, aber ich meine, wir haben halt auch noch nichts gemacht. Also wir haben halt einen Stiel gefunden und ja, einen Donut aufgehoben. Oder nicht einen Donut, aber so einen. Kannst du das kombinieren, weil die, ich habe gehört, das ist der Donut ist ja hart wie Granit, vielleicht kannst du ihn vorne dran tun als Schaufelspitze. Aber da stand, ich habe einen von zwei Gegenständen gefunden. Okay. Lag da noch rechts noch was von dir? Kann sein, ich wollte mal das Haus ankicken. Da oben war jemand am Fenster, hältst du wieder weg? Nee. Nee, aber wer witzig. Schon. Da geht's auch noch nicht lang. Da haben wir die Kisten das erste Mal entdeckt. Was für ein komisches Spiel. Ich wette, wir müssen da rein ins Haus. Oder meinst du, es gibt einen Hintereingang? Hintereingang? Warte mal, ich guck mal, ob ich irgendwo die Schaufelspitze finde. Ist gerade ein neues Musikdings zugekommen. Da ist so eine eklige Eule. Und fort. Dann ist jetzt nicht auch so ein neues Ahead in Time. Sagt ihr das was? Ahead in Time? Ja, ist gerade rausgekommen. Ein Kopf in der Zeit? Nee, das ist ein Hut. Ein Hut in der Zeit. Und das ist aber ein Wortspiel, weil es so wie der Zeit voraus ist. Straight out of time. Willst du nicht erstmal hinten in den Hintereingang? Ja, ja. Nicht den, also ich meine, da hinten, wo, wie hieß es? Da war so ein Gewächshäuschen. Da finden wir schon den zweiten Schaufelteil. Das kann sein. Oh, da eine Radkappe vom DeLorean. Die können wir doch auch verwenden als Schaufel. Ne? Ach, das ist ein Chicken Coop. Winner Chicken Dinner. Die Musik ist eigentlich ganz cool, dass sie auch nur so. Ich bin jetzt schon froh, dass wir das Spiel spielen. Das gefällt mir jetzt schon. Ja, vielleicht lässt das ja immer nach, aber. Alles Gute, der Freustein. Dank des Pointing Hand Icon appears, ja. Aber warum sollte das appearen, das Pointing Hand Icon? Ja, um das Chicken Coop aufzumachen. Achso, ja, gut, das kann ich natürlich machen. Ich möchte. Lange dauert das, bis wir die Schaufel zusammen haben. Das erinnert mich ein bisschen an so eine Half-Life 2 Mod. Wenn ich jetzt reingehe, bin ich eingesperrt, stimmt. Da tut man Essen rein. Für die Chickens und irgendwas anderes. Schlüssel. Aber wenn du aufsammst, ist taucht niemand zu auf. Das ist bisschen gut, wie du ihn hältst. Ja. Und so laufe ich auch immer. Ich kann Schlüssel aus der Tasche holen. Genau, ich bewege auch nicht meinen Arm, sondern ich muss so in die Knie gehen, um aufzuschließen. Ja. Domo arigato, Mr. Roboto. Kann ich hier eigentlich irgendwie meine Tat. Your mind explodes with the possibility uses of this item, but you settle on key to unlock a nearby farmhouse and never think of any other possibilities again. Oh. Ich finde, vielleicht täusche ich das, aber ist das so ein englischer Humor eigentlich? Dezent? Finde irgendwie, ne? Nee, Q tut immer noch nichts. Ich hätte aber, wir sollten das, wenn das noch öfter auftaucht, jedes Mal ausprobieren, ob Q irgendwas macht, ja, weil irgendwann ist das der. Ich wette. Furzgeräusch. Wenn ich das Spiel gemacht hätte. Müsste man am Ende Q drücken, um das Spiel zu schaffen. Press Q to win the game. Ja, irgendwie so. Q, nicht Q. Rusty Nail, Gentle Wall. Du brauchst einen Q-Fuß, um den rauszukriegen. Oder einen Stein. Kannst du den Stein kombinieren mit dem Nagel oder so? Ja, jetzt weiß ich, wie ich die Sachen umschalte, auf jeden Fall. Mit L und R. Kann ich mit dem englischen Muffin vielleicht den Zahn rausholen? Das ist so ein Scheißhaus hier, ne? Ich will eigentlich gar nicht so lange hier rumhängen. Warum will ich überhaupt einen rostigen Nagel aus einem Scheißhaus haben? Sag mal noch Scheißhaus, oder? Das ist ein Outhouse. Ah, na Gott. Aber du konntest nicht den Stein auswählen, den mediokeren. Eben in deinem L- und R-Gedrücke. Das stimmt, der Stein ist nur zu meinem. Genau, das ist der. Achso, ich dachte der Welcome Rock, schade. This is a rock you found near an outhouse. You don't know why you have it. It is absolutely mediocre in every way possible. Its name is Chance. Chance? Oh, das ist nämlich so ein Thread. Das ist so ein Eschenshumor. Dezent, ja. Ja, das ist ein Stein, der kriegt einen Namen. Na, aber mal gucken. Ja, ich kann jetzt immer noch nicht besonders viel machen. Ich habe jetzt. Ach, ich brauche den Schlüssel.
Also ich hoffe mal, dass wir irgendwann diesen Spat mal fertig machen, ne? Weil das ist so ein bisschen. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal in das Farmhaus. Und für nichts anderes brauchen wir. Mit der Ekeleule. Ja, ich glaube auch noch schneller. Da hat jemand gerade aus dem Fenster geguckt. Ach, das ist jetzt hier. Das ist jetzt mal. Das war so eine Frau in so einem Wippstuhl. The very important people. Achso, das geht nicht. Hier muss ich jetzt so machen. Nee. So. Ja. Das ist ein Geräusch. Oh nein, eine Mütze. Eine John Deere Cap. Die Cap kommt. Was steht da? Reindeer? Reindeer. Ja, wie Reindeer. Normal ist ja John Deere. Reindeery steht da aber, glaube ich. Reindeery. Ich sag nur Deer Force. Da ist ein Bild. Ein Deer Force ist irgendwas mit Metroid. So eine Taschenlampe? Das ist ein Bild von einem Mann in so einem Frauenoutfit. Schade. Oder eine Frau in einem Frauenoutfit? Ja, also. Aber sah so männlich aus. Okay. An Invoice for a Carved Statue. Ist das die Statue, die wir draußen gesehen haben? Das kann sein. Okay. Statue 2. Guter Name. $50,000 hat das gekostet. Oh ne, Moment mal, gar nicht. 500 Millionen? 2,5 Millionen hat es gekostet. An total. Invoice for a commissioned wooden statue. Cost is in the hundreds of thousands. Items on the list include chopping down a large old oak tree, carved statue out of oak tree, and hospital bills for injuries sustained chopping down oak tree. Oh, was denn? Da hier ist also alles Fenster. Genau. Findest du nicht, dass es so ein bisschen wie ein mal da oben ist? Das ist so ein Typ, das ist doch keine Frau. Ja, mit so Geheimratsecken. Frauen haben doch gar nicht so Geheimratsecken. Kann ich jetzt nicht mehr machen, ne? John Deere. Ist da ein Brief? Ja, das ist Licht. Manchmal setzt diese Baseline so an. Da ist oh der. Oh Gott, das Bild ist so eklig. Siehst du, seine Frau auf dem Bild? Hör mal auf, ey. Er ist verheiratet mit Marilyn Manson. Sieht so eklig aus, das Bild. Hoffentlich steht er nicht gleich hinter uns. Der sieht aus wie Schreck. Ja, wie in dieser einen, wie bei, wie hieß das Spiel noch? Wo es diesen guten Erschrecker gab, im Bioshock. Wo so lange gar nichts passiert und dann bist du in so einem kleinen Büro und liest das erste Mal und dann liest du so Sachen und drehst dich um und plötzlich steht ein Typ genau hinter dir. Das klingt nach Stanley Parable, aber das meinst du, glaube ich, nicht. Nein, ich meine Bioshock. Ja, war das echt bei Bioshock? Mhm. Doch, stimmt, ja, ich weiß, was du meinst. Weil der wird doch, das ist der einzige Gegner, der einfach so hinter dich gespawnt wird und auch nichts tut, bis du dich komplett umgedreht hast. A really boring mystery novel. Ist das auch mit dem Hirsch? Ja, lies das mal, ich wette, das ist boring. Night Danger. Schön mit so Neonschrift. Nick Murphy Mystery. Von? By? Regin? Kann man nicht drehen, leider. Higgins Man oder so ähnlich. Reginald Hiddleston A. Kann ich nicht lesen. Hiddleston Ham. Irgendwo ein Ham. Engländer halt. Having no talent at the genre, the author mistakenly revealed the murderer's identity on the first page and spent the rest of the novel outlining a story about the detective buying a pair of pants. Ja, da hat das wirklich ein bisschen falsch verstanden, das Konzept. Eigentlich machen wir doch erst, denkt man sich den Mord und dann schreibt man Oh, rückwärts. Das Blut. Oder das ist Ketchup. Ich habe leider nichts dabei, um das. Nicht, dass hier gleich ein Auto vorgefahren kommt. Ich muss mal uns schnell hinter die Tür verstecken. Da ist ein Fleischwolf. Können wir mal gucken, ob der wie, gut ist. Wie geil die Sachen auch alle direkt leuchten, damit du auch ganz genau weißt, was du machen kannst. Pizza. Erinnerst du dich noch an den Pizzakarton mit dem nackten Mann drauf? Ja, der ist wirklich. Ganz viel Pizza wurde hier gegessen. Also wir finden auf jeden Fall jede Menge Müll, ne? Rancid Corn Oil, lecker. Mm. Gib das in die Mühle. A sausage grinder. Something is jammed inside. Da musst du vorne dieses Dings abdrehen. Mit der kleinen Kurve ganz nach oben da. Fruit Crate? Moment, Moment, ne? Was machen wir denn mit dem ganzen Müll? Ey, Eule, Alter. Oh, ein Stöpsel. Erstmal angucken. Was ist das? Bastard Plug. Wir nehmen auf jeden Fall jede Menge Müll mit. Das ist schon mal gut. Ah, hier ist ein Cabinet. Oh oh. Okay, da ist was drin. Nail Clippers. Ungewöhnlich. Was haben die denn hier drin zu suchen? Kann ich. Das Kannst ist doch alles Quatsch, ganz ehrlich. Oder? Meinst du, das ist alles Müll, den du überhaupt nicht niemals brauchst? Das ist einfach nur zum Jux. Ja, ich geh mal hier in die Seiten. Drück mal Q. Schade. Aber es wäre auch gut gewesen, wenn er jetzt angezeigt hätte. Das Geheimgang.
Das sind so Entchen. Press C to crouch and C again to not crouch. You can do this forever. Crouch, not crouch, crouch, not crouch, crouch, not crouch. Es gibt auch keine Animation dafür leider. Nee. Nee. Das ist crouch, okay. Crouch ist linker Stick reindrücken. Da sind so Enten oder sowas drin, oder was ist das? Soup. Sind und so Sugar Bagels. Badeentchen sind das, glaube ich. Oh, ich hätte jetzt auch gerne einen Sugar Bagel. Ein Zucker Bagel. Und Gator. Fancy Soup. Mach mal Fancy Soup. Und Krokodil. Was ist das denn da für eine Dose? The Outer Super Drink. Lustig, alles wiederholt sich, außer der Super Drink. Ne, da hinten steht noch mehr. Einzigartig. Okay. Willst du nicht das Geheimfach aufmachen? Welches ein Geheimfach? Hast du nicht gesehen, eben Koppel. Da! Was nee, denn? Hoch, da. Ah, runter. Ach, ja. Da. Ne, hab ich wirklich nicht gesehen. Ah. Und Seal Switch. Unlock Secret Door, make it much less secret. Oh. Hä? Ja, das ist die Secret Door. Okay, das ist cool, aber hier erstmal nach oben.